Je nachdem, wie man fragt, haben die Römer bis zu 3 Zauber, die sie sinnvoll in Kämpfen einsetzen können. Schutzschild, Jupiters Blitz und Barbaren bekehren. Aber gerade der Schutzschild wird nur sehr ungenau erklärt, von potenziellen Interaktionen zwischen ihm und Jupiters Blitz ganz zu schweigen. Heute werden wir also etwas genauer hinsehen und herausfinden, wie diese Zauber arbeiten. Der Schildzauber soll Einheiten laut Beschreibung mit einem Schild versehen. Der Zauber hält 10 Sekunden und wirkt bei allen Soldaten, aber nicht bei Spezialisten. Verbündete Einheiten des Dunklen Volks, abgesehen vom Dunklen Kärtner, können ebenfalls auf diese Weise gebufft werden. Für meine Tests habe ich die Wirkdauer des Zaubers erhöht. Nachdem ich jeweils 2 Level 1 und 2 Level 3 Schwertkämpfer mit 100% Kampfkraft gegeneinander antreten ließ, wurde deutlich, dass der Zauber den eingehenden Schaden um ganze 50% reduziert. Dieser Wert ist aber nicht in der Magic Config deklariert, wir können ihn also nicht ohne weiteres ändern. Außerdem wird er wohl nicht durch Kampfkraft beeinflusst und kann nur maximal 10 Einheiten treffen. Der Blitzzauber kann jede steuerbare Einheit, die kein Fahrzeug ist, treffen. Aber wie viel Schaden er verursacht und ob er von Kampfkraft beeinflusst wird, ist noch unklar. Um das rauszufinden, habe ich eine Gruppe Soldaten auf einer Insel platziert und lasse per Skript den Blitzzauber anwenden. Wie sich herausstellt, hat der Zauber genug Schaden, um Level 1 Schwertkämpfer mit 100 HP sofort zu töten. Wird der Zauber mehrmals auf die gleiche Stelle angewandt, wird auch deutlich, dass der Radius deutlich größer ist, nämlich 8 Felder in alle 6 Richtungen, aber nur bis zu 10 Soldaten getroffen werden können. Ändern wir einmal die Bedingungen. Wir reduzieren die Kampfkraft des zweiten Spielers auf 50%, gleichzeitig versuche ich, die Anzahl der betroffenen Soldaten zu erhöhen. In der Tat sterben dieses Mal 20 Soldaten, aber falls die Kampfkraft eine Rolle spielt, kann es nur die Defensive sein, die nie unter 100% fällt. Ein weiterer Test macht deutlich, dass der Schildzauber ebenfalls berücksichtigt wird und die Soldaten mit halber Gesundheit überleben. Der Blitzzauber richtet also genau 100 Schaden an. Und ein vierter Test zeigt, dass Kampfkraft keinerlei Einfluss auf den Blitzzauber hat. Das führt zu einem Zauber, der sehr effektiv gegen schwächere Einheiten ist, aber alles, was mehr als 100 Hitpoints hat, wird überleben. Natürlich bei Level 2 Einheiten oder Schwertkämpfern des Dunklen Volks sehr geschwächt, aber Level 3 Schwertkämpfer und Hauptmänner werden selbst 2 Anwendungen des Zaubers nicht kleinkriegen. In späteren Phasen des Spiels wird der Zauber also deutlich schwächer. Aber die Römer haben ja noch einen Zauber im Angebot, Barbaren bekehren. Anders als die Mönche in Age of Empires müssen eure Priester nicht erst eine Rede halten, um Mensch, Elefant oder Katapult zum Seitenwechsel zu bewegen. Dieser Zauber kann jede Art von Soldat, aber keine Spezialisten bekehren. Spezialeinheiten werden dabei in Sanitäter umgewandelt. Bereits hier wird auch deutlich, dass immer maximal 5 Einheiten betroffen werden können. Die Aussage aus dem Handbuch, dass bis zu 10 Einheiten der Gehirnwäsche unterzogen werden können, stimmt also nicht mehr. Gewöhnliche Soldaten des Dunklen Volks können bekehrt werden, Schamanen und Dunkle Gärtner jedoch nicht. Dabei wäre es schon lustig, wenn man auf diese Weise zusätzliche Gärtner und Priester bekommen könnte. Eine weitere Eigenheit des Zaubers ist, dass die bekehrten Einheiten vollständig geheilt werden. Jupiters Blitz und Barbaren bekehren haben tatsächlich eine interessante Dynamik, der ersterer eher gegen zahlreiche schwächere Einheiten effektiv ist, während letzterer besser für kleine Gruppen und stärkere Soldaten geeignet ist. Barbaren bekehren ist andererseits deutlich teurer als sein Gegenpart, aber generell ist es schwer, diese Zauber im großen Stil einzusetzen, nicht zuletzt dank der langsamen und kartenabhängigen Mana-Produktion der Römer. Dafür sind die Zauber der Römer nicht so situationsabhängig wie die der anderen Völker. Der Schildzauber hätte echtes Potenzial, bräuchte aber dringend einen Buff. 10 Sekunden sind so gut wie nichts, die Soldaten müssten im Prinzip schon im Kampf sein, damit der Zauber etwas bringt. Natürlich könnte man auch den Radius in die maximale Anzahl der Ziele erhöhen, in dem Fall könnte man darauf setzen, dass der Spieler den Zauber micromanagen muss, um ihn effektiv aufrechtzuerhalten, während der Herausforderer versuchen könnte, den Priester zu eliminieren. Aber letztendlich ist der Zauber auch dann zu teuer. Mein Favorit wäre daher, die Wirkdauer des Zaubers zu erhöhen, sodass ein Spieler seine Armee sowohl während eines Kampfes als auch kurz davor einfach buffen könnte. Bei den anderen beiden Zaubern könnte man theoretisch auch nacharbeiten, aber man müsste darauf achten, dass sie ungefähr gleich stark bleiben. In ihrem jetzigen Zustand macht keiner den anderen überflüssig, und das ist auch gut so.